Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge DSJ4. So, wir waren letztes Mal in Whistler und heute geht's nach Zakopane, aber ich habe auch die Kleine eingestellt, da ich die Polenschanzen einfach alle hintereinander springen wollte. Keine Ahnung wieso, weshalb, weswegen. Aber ich habe es eingestellt und ich glaube, ich werde das heute Zakopane zumindest in einer Folge abhandeln. So. Diese Zakopane natürlich, diese Zakopane-Schanze. Und ich nehme, weil ich nämlich schon am Tag das Erscheinungsdatum aufnehme, also heute den Samstag, starten wir mal in das hoffentlich spannende Springen hier. Ist ja eine kleine Schanze, also eine Normalschanze, müsste also spannend werden. Und Janne Harpon startet mal mit 90,5 Meter in das Ganze hinein. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt endlich Punkte machen wird dadurch, aber vielleicht stehen die Chancen gar nicht schlecht, wenn ich so eine dann wieder raus. Ich hatte ein oder zwei Probesprünge, da ich mich ein bisschen einspringen musste, weil am Anfang hat man letztes Mal gesehen, es ist eher unfair gegen den ersten Springen gegenüber. So, Maciej Kot ist jetzt am nächstes dran und er macht das schon besser als vorhin und 91 Meter, das sind 3 Punkte mehr als Janne Harpunen. Aber da kann er sich schon ordentlich was vorlegen. Lauri Asikainen. Mal schauen, was er zusammenbringt. Naja, nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Ach, 85 Meter. Ah, das wird dann wohl wahrscheinlich eher nicht reichen. Michael Neumeier. So, Michael Neumeier mit etwas Rückenwind. Also hier heute nicht wirklich die überragenden Bedingungen. 87 Meter jetzt. Schlechtere Noten, deswegen nur auf Rang 4. Als nächstes haben wir Ronan Lamy-Chapuis, der auch immer wieder mal dabei ist von den Franzosen. Die Qualifikation zumindest übersteht. Und hier haben wir 90 Meter Rang 2. Und da ist Janne Harpon mit den schlechteren Noten. Naja, werden wir sehen, ob das reichen wird in Zukunft oder nicht für den zweiten Durchgang. Jure Sinkovic. Wie gesagt, den habe ich auch schon ewig lang nicht mehr im Weltcup gesehen. Mal gucken, wann er sich und ob er sich in nächster Zeit mal wieder blicken lässt. Aber Rang 6 jetzt hier. Anders Jakobsen. Bei mir klappt es noch nicht wirklich so. Und im Weltcup natürlich auch nicht so ganz nach Plan, aber obwohl er doch gute Tendenzen auch hat. Hier jetzt Rang 4. Ob das reichen wird, ist auch eine Frage für sich. So, Thomas Morgenstern, der hatte schon das Krankenhaus verlassen, beginnt jetzt mit der Physiotherapie und ja, hier zumindest rechts leider nicht. Aber mal schauen, wann er zurückkommen wird, weil ich glaube schon, dass er zurückkommen wird. Und mal gucken, wie lange das braucht. Andreas Wellinger, hier jetzt im Start, 82 Meter, ich bin leider angekommen in der Luft. Schade, schade, der hätte doch um einiges noch weiter gehen können. Sebastian Coloredo. Ja, ist auch nicht der beste Sprung gerade. Aber im Moment tendiert das Springen eher so auf den K-Punkt hin. Was jetzt nicht gerade optimal ist, aber durch Seiten- und Rückenwind-Tendenzen kann das schon mal vorkommen. Also muss man den Absprung auch schön erwischen. So wie Dennis Körnilov, der jetzt den Absprung gut erwischt hat. Und 91 Meter bedeutet dann die Führung in diesem Fall. Mit guten Noten. Lukas Schlawa ist der Nächste, der ran darf. Da ist die Frage, kann er das auch mithalten? Er kann mithalten. Auf jeden Fall 91,5 Meter Tageshöchstweite, aber schlechtere Noten. Und deswegen ist noch Denis Kornilov immer noch vorne. Der nächste, der dran ist, ist Jan Schiobo, der sich auch jetzt schon langsam in der Weltspitze etabliert hat. Er hatte ein bisschen Startschwierigkeiten am Anfang der Saison, aber ist jetzt mehr oder weniger auch schon in der erweiterten Weltspitze mit dabei. Auch Jaka Valla hat diese Saison mehrere Probleme im Gegensatz zur letztrigen Saison und ich glaube auch zum Sommer. Und hier sieht es auch danach aus, 87,5 Meter Rang 7, das wird eher schwierig. Anders Spardal, noch der konstanteste Norweger normalerweise, aber hier im Weltcup nicht, der hatte bei mir schon mal gewonnen, wenn irgendwer schon so lange zuschaut. Und ja, Rang 10. Für ihn jetzt hier wird wohl eher schwierig werden. Karl Geiger. Die Form von Anfang der Saison hat auch nachgelassen bei ihm. Auch jetzt nicht mehr so übelst gut, aber 92 Meter hier jetzt und das ist ja mal die Führung.
Also durchaus sehr respektabel. Jan Matura, der wird auch, er kommt auch immer besser in Form. Auch hier jetzt. Und 90,5 Meter, Rang 6. Ja, da ist er gut mit dabei noch immer. Schauen wir mal, was dann im Endeffekt rausschauen wird. Wladimir Zograwski, wie gesagt, im Continental-Cup gerade mit dabei, aber auch nicht so mega gut. Den hat das Umstellen auf die dünneren Anzüge, auch auf die engeren Anzüge, nicht die dünneren Anzüge, nicht so gut getan. 84 Meter deswegen und Rang 15. Daikito. Was bringt er jetzt? Ja, der schaut zumindest gut aus. Der schaut sehr gut aus auch. Der könnte jetzt in Führung gehen. 92 Meter, Rang 2. Da sind nur 0,5 Punkte hinter Karl Geiger. Der nächste, der dran ist, ist David Kubacki. Was kann er jetzt leisten? Das ist die ganz große Frage. Ah, mittelmäßig. Rang 9. Hinter Janne Happonen aber. Vielleicht macht er doch wieder mal Punkte, aber das möchte ich jetzt nicht bezweifeln. Stefan Kraft. Ja, naja, 90 Meter wird man schon für die Qualifikation brauchen. 90 Meter, gute Noten, Rang 6. Der nächste ist Noriaki Kasai. Ja, der gute Noriaki. 41 Jahre, trotzdem noch immer so gut im Weltcup auch dabei. Aber hier ist leider eher, war das eher nix. 65 Meter, Rang 23. Da kann er wohl oder übel wieder aufs nächste Springen warten. Yoshiro Kobayashi das gleiche gerade wie, aber etwas weiter als Noriaki Kasai, 79 Meter, ist aber auch Rang 21 und damit wird das nix werden. Seven Freund. Auch er im Moment etwas außer Form, obwohl er beim Fliegen und bei dem letzten Springer nicht so gut war. Aber an die Top-Leistungen kann er im Moment nicht anknüpfen. Und 73,5 Meter, Rang 23, unterstreicht auch das hier. So, Juri Tepesch, der nächste. Juri Tepesch, ja, kommt auch über die 90 Meter. 90,5 Meter, Rang 8. So, jetzt haben wir ja Wolfgang Loitzl. Schafft er auch die 90 Meter, die im Moment nötig sind, um in den zweiten Durchgang zu kommen? Sieht ganz danach aus. Aber in Whistler war jetzt wieder nicht so gut, was ich mitbekommen habe. Und naja, auf und ab im Moment bei ihm. Er wird doch wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so viele Saisonen hinter sich bringen. Also steht auch eher schon am Ende seiner Karriere. Schon langsam mal. Martin Koch hat ja bekannt gegeben, dass er aufhört mit Ende der Saison. Also, es ist auch schade, aber wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Und Gregor de Schwanden, 89,5 Meter, Rang 14. Da muss er, wird er noch zittern müssen, dass er sich eventuell noch qualifiziert. So, jetzt haben wir den verletzten Roman Kudelke. Ich bin neugierig, wann der sein Comeback gibt. Und wann. Aber genauere Details weiß ich da auch nicht, außer dass er nicht dabei ist und auch nicht im Conti Cup. Also schätze ich mal, dass er verletzt ist. Und 91,5 Meter und Rang 6. Das ist jetzt nicht so schlecht. 129 Punkte kann sich sehen lassen. So, dann haben wir jetzt als nächstes Ville Larinto. Naja, Ville Larinto auch immer mit dem Conti Cup unterwegs. Aber auch nicht wirklich sehr gut. Naja, er hatte auch wohl eine halbwegs gute Saison, aber danach war wirklich nicht mehr viel los. So, jetzt haben wir noch Ilja Roslierkow und dann schauen wir mal auf die ersten 10, die sich qualifiziert haben. Ilja Roslierkow, ja, wird knapp. Naja, 89,5 Meter, Rang 15, das sind schon dann die schlechteren Noten unterwegs gewesen bei ihm. Aber inklusive Rang 10, also Juri Tepesch, sind dabei. Also Janne Hapanen kann sich da durchaus noch Hoffnungen machen, dass mindestens einer dann noch schlechter springt. Man sieht es, tendieren auch viele auf 89,5, 89, 88, irgend sowas. Grüne Welter. Je nachdem, wie der Wind gerade ist. Und im Moment ist er nicht so schlecht. Doch, eigentlich schon, aber 90 Meter, Rang 10, sind doch auch vor Janne Hapanen. Aber eben bessere Noten dadurch, weil ja auch eine bessere Landung als er hingelegt hat, natürlich. Jutta Watase. Ah, Jutta Watase, glaube ich, war jetzt ein bisschen kürzer, 89 Meter,
Rang 17, ja, da ist jetzt Jan Herpon und Jan Matura mit dabei. Jetzt haben wir einen wieder mal einen Österreich am Start mit Andreas Kofler. Kann er es schaffen in den zweiten Durchgang? Na, 88,5, Rang 18. Wird ganz, ganz schwer, da noch mitzuziehen. Richard Freitag. Er ist ja auch komplett außer Form. Aber mal schauen, was wieder besser wird. Und hier jetzt auch nicht wirklich gerade gut und legt sich dann auch noch in den Schnee rein. Ja, da bin ich auch schräg rausgekommen, warum auch immer das manchmal passiert. Aber ich glaube, es ist einfach die Asynchronität beim Abspringen dann manchmal. So, Manuel Fettner. Auch im Conti Cup ziemlich okay unterwegs, immer Top 10, glaube ich, so viel ich mitbekommen habe. Also passt es schon. Also wir haben genügend, Österreich hat wieder genügend Reserven, die am Anfang der Saison sehr, sehr bezweifelt wurden, aber wieder mal unter Beweis gestellt, dass es nicht so war. So, Dimitri Vassiljev springt jetzt einen sehr, sehr guten Sprung auf 91 Meter und es ist Rang 12. Da merkt man mal wieder, wie knapp es dort an der Spitze zugeht, weil er nicht die besten Noten hatte. Da hätte ich ihm durchaus einen Platz hier zugetraut, zwischen 3 und 8. Aber er ist dann doch auf Rang 12 gelandet durch die schlechteren Noten. Also hier in Zakopane spielt sich alles über die Noten ab. Simon Ammann. Ja, der ist gut, der ist wieder gut, der ist wieder ganz gut. 91,5 Meter und Rang 1 ex aequo mit Karl Geiger jetzt. Starke Leistung. So, jetzt ist Taku Takeuchi am Balken. Mal gucken, was er zusammenbringt. Der ist schon im Japan noch drüben, glaube ich, um sich vorzubereiten auf Sapporo bzw. Sochi. Und Rang 13 hier ist durchaus okay. Da ist im zweiten Durchgang mit dabei. Und jetzt haben wir dann als nächstes Robert Kranjec, der ja eher der Flieger ist und hier wahrscheinlich nicht so zurechtkommen wird. Aber gucken wir mal. Sieht, naja. 84 Meter da ein bisschen Absprung nicht erwischt hat und Rang 28 spricht dann wohl für sich, dass es wohl nicht schaffen wird. So, jetzt haben wir Andreas Wank und dann gucken wir mal die ersten 20 an, die sich schon qualifiziert haben. Andreas Wank wird nicht dabei sein, der hat ein bisschen die Ski zu weit nach unten gehabt. Kein Auftrieb, 86 Meter und ein halber. Naja, was will man machen? So, die ersten 20 bis inklusive Jutta Watase sind schon dabei. Das heißt, Andreas Kofler kann sich noch Hoffnung machen. Einer muss noch hinter ihm landen. Wird zwar schwierig, aber es ist durchaus möglich. Peter Preutz springt hier auch nicht so gut, würde ich mal behaupten. 89,5 Meter ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber erst mit dem zweiten Durchgang. Davide Presadola. Wie weit kommt er jetzt hier? Die letzten Sprünge waren ja nicht so mega klasse von ihm. Auch hier jetzt mehr oder weniger wieder Probleme über dem Vorbau. Und 85 Meter Rang 27 bringen dann doch Andreas Kofler jetzt mal in den zweiten Durchgang. Mal schauen, wie weit es da noch nach vorne gehen kann. Aber allzu viel wird es da nicht mehr sein. Gregor Schlierenzer. Huch, da hat er auch ein paar Probleme über dem Vorbau und ist leider auch nicht mit dabei im zweiten Durchgang, Rang 31. Ah, das ist dann wieder ärgerlich. Aber als nächstes haben wir Piotr Schiller, der den auffälligsten Anlauf hat, mehr oder weniger. Huch, meine Maus. Hallo. Und 66,5 Meter ist jetzt auch nicht wirklich. Ja, gut, und den Sprung vergessen wir wohl besser. Jetzt hat die Maus kurz nicht gewollt, anscheinend. So, Tom Hilder, das ist der Nächste. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Aber überpräzise. Ah, das ist dann wieder ärgerlich. Schade, schade. Wir haben jetzt 80 Meter. Und ja, Rang 39. Und das nächste ist Janne Ahonen dran. Der auf Rang 47 war. Ah, Rang 47. Blödsinn. Der unter den besten 5 im Weltcup ist. So, wollte ich sagen. 88,5 Meter, Rang 21 ist dabei, aber nicht allzu gut mit dabei. Sagen wir mal so. Kamil Stoch ist der Nächste. Noch drei Leute oben. Kamil Stoch ja auch im Gesamtweltcup, im echten Weltcup vorn. Aber hier war das wohl nichts. 80 Meter. Passiert.
Ja, drei noch oben, so. Bis inklusive Rang 27 mit dabei. Sogar noch Lare Asikain und Villa Rinto geschafft. Oh. Ho. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es passieren wird. Aber gucken wir mal, was Vasode Comsevoir jetzt macht. Der wohl auch mehr oder weniger irgendwo im Continental-Cup-Getümmel verloren gegangen ist. Weil so oft habe ich denn diese Saison noch nicht gesehen. Ja, Rang 20 hier zumindest und das war ein guter Abschluss und wir haben entweder 30 oder 31 im zweiten Durchgang. Also nee, muss ja gar nicht gesagt werden, denn wir 51 im Feld. Jakob Janda. Jakob Janda springt sehr gut hier auch. 89,5 Meter Rang 11, da kann er durchaus damit zufrieden sein. Und ist der beste Sprung unter 90 Meter. Und jetzt muss Andreas Wank und Davide Presadora nochmal zittern, was jetzt Andreas Sternen macht. Mal gucken, was macht er denn? 30 oder 31 im zweiten Durchgang, sieht sehr stark nach 31 aus. Da die Maus da wieder etwas über den Vorbau gesponnen hat. Und ja, das war's denn wohl für die. Ja, 31 im zweiten Durchgang finde ich ganz okay. Und da ich gesagt habe, ich mache das eine Folge draus, da ich eine ungerade Zahl brauche für mein 100er Special, das kann ich ja schon mal ankündigen, werde ich hier auch das so beibehalten. Andreas Wank startet dann in den zweiten Durchgang als 30. Rang ex aequo natürlich mit Davide Presadola. Wo wird er sich jetzt erstmal hin platzieren? Natürlich auf Rang 1, ebenfalls mit 86 Meter, gleich wie im ersten Durchgang. Und jetzt kommt Davide Presadola. Gleiche Punkte, gleicher Flug, zweimal. Ergibt 136 Punkte und Davide Presadola wird jetzt wohl oder übel den undankbaren 31. Platz einnehmen, außer es passiert noch jemanden am Sturz bei der ungefähr gleichen Weite. So, Lauri Asikainen springt kürzer. Ja, das geht natürlich dann auch. 58,5 Meter, Rang 3. Da habe ich meinen Mund mal zu voll genommen und der macht keine Punkte. Vorübergehend. Natürlich Ville Larinto als nächstes. Was macht er jetzt? Ja, Ville Larinto, guter Sprung. Rang 1 auf jetzt 90 Meter. Das ist nicht schlecht. Und jetzt haben wir hier gleich mal Jaka Waller, der hier auch einen guten Job macht. Und der. Der stürzt bei 93 Meter. Schade, schade. Schade, schade, schade. Das war ein sehr, sehr guter Sprung, aber er stürzt. Leider, leider, leider. Und jetzt haben wir hier Gregor de Schwanden. Also, man hat gesehen, es ist möglich, weit runterzukommen. Gregor de Schwanden macht es hier jetzt mal auf 88,5 Meter und geht jetzt mal vorübergehend in Führung. Als nächstes haben wir hier jetzt Andreas Kofler, der auch natürlich seine Leistung bringen möchte. Und da kommt hier ganz schief raus. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe, dass ich so schief rauskomme. Aber Rang 5. Ich drücke doch manchmal auch immer gleichzeitig. Und manchmal möchte die Maus halt nicht tun, was ich will. Und schauen wir mal, was jetzt Jutta Watase macht. Der kommt nämlich wieder halbwegs gut raus. Und springt auf 87 Meter und Rang 3. Und ich muss schauen, dass ich jetzt wieder vielleicht einen halbwegs guten Sprung rausbekomme. Denn ja, irgendwie passt es gerade nicht zusammen. Und Janne Ahonen, auch nicht der beste Sprung. 86 Meter ist nur Rang 4. Und als nächstes haben wir gleich Ilja Rosliakow vom Balken, der natürlich jetzt die Führung angreifen will, aber den Absprung versäumt. Und 71,5 Meter springt auf Rang 7. Naja, das ist jetzt auch nicht das Gelbe von Ei, aber was will man machen? Bei Sonny Comsevoir war auch 21. Und der Sprung sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Er nimmt bei Sonny Comsevoir die Führung. 91,5 Meter. Und ja, da ist er schon mal einiges vorn. Vielleicht kann das jetzt auch Jan Anders Jakobsen gleich sprengen. Sieht aber nicht danach aus. 87 Meter Rang 3, geht sich nicht mal für den zweiten aus. Also man sieht, wie die Springer im Moment zu kämpfen haben, obwohl die Bedingungen nicht viel anders sind als im ersten Durchgang. David Kubacki verpasst auch den Absprung. Holla, die Waldfee, was ist jetzt hier los? Einfach unkonzentriert, hat keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und jetzt haben wir Peter Preutz und ich rede noch immer in einem Fluss durch. So, Punkt. Ja, Peter Preutz. Der Sprung sieht auch sehr, sehr gut aus gerade. Ja, der war es auch. 92 Meter Rang 1, da kann er sich schon eine Scheibe abschneiden, mein Gott. Und ist jetzt 0,5 Punkte für Sonic Comsevoir. Also man kann schon sehen,
dass man hier viel, viel gut machen kann, wenn man weit springt. Und Janne Harpon im zweiten Durchgang zum zweiten Mal. Jetzt glaube ich in dieser Saison. Und was springt er zusammen? Er kommt gerade mal über den K-Punkt. Ist auf Rang 5. Gut, er macht ein paar Pünktchen, aber auch nicht allzu viel. Ist mit Ville Lorento der beste Finne? Nee. Doch. Und ja. Trotzdem alle 4 Finnen im zweiten Durchgang war nicht schlecht. Jan Martorell ist der Nächste, der ran darf. Und was springt der jetzt, ist die ganz große Frage. Nee. Nee, 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 nee. Das war nix. 77,5 Meter, Rang 12. Der Nächste, der am Balken ist, ist jetzt Dimitri Vassiljev. Und Dimitri Vassiljev hat einen guten ersten Sprung, aber hier nur 80,5 Meter und Rang 10, aber trotzdem krass gute Noten, naja. Wie auch immer. Als Nächstes Taku Takeuchi, der jetzt dran ist. Was leistet er? War nämlich auch 14. Ter im ersten Durchgang. Und der kommt hier auch ganz, ganz hoch raus. Kann er die Führung sogar übernehmen? Ja, das tut er auch. Und zwar ex aequo mit Peter Preutz. Ex aequo mit Peter Preutz, ja, da werden beide nicht ganz unzufrieden sein. Der Nächste, der ran darf, ist Juri Tepesch. Bekommt er auch so einen guten Sprung hin? Ja, für die Führung wird es sich nicht ausgehen. 40 Meter, boah, 90 Meter und nur einen Punkt hinter den beiden Führenden, aber auf Rang 4. Ja, das wird hier wieder schon eine spannende Kiste hier. Und Rune Welter, was macht er jetzt hier? Geht sich das aus? Ah, er fällt leider hin. Er fällt leider hin. Da ist er leider weg, der Ski weggerutscht, Rang 13. Schade, schade. Als Nächstes haben wir Jakob Janda, der hier sein Glück versuchen möchte. Kann er mithalten mit den Führenden? Nein, 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 nein. Kann er nicht, kann er nicht. Da wollte er zu viel. 78 Meter. Nur Rang 15. Passiert hier sehr viel im zweiten Durchgang, aber auch eine Überraschung vom ersten Durchgang. Ronan Lamy Chapuis auf Rang 9. Unglaublich, die Franzosen hier wieder. Und hier, naja, nicht schlecht. Rang 5, kann er trotzdem zufrieden sein. Er ist jetzt sich im zweiten Durchgang qualifiziert und wird wahrscheinlich hier sein bestes Ergebnis erreichen. Als Nächstes haben wir Stefan Kraft, der auch ziemlich gut platziert war. Kann er den Sprung aus dem ersten Durchgang wiederholen? Nicht ganz. 89,5 Meter, Rang 5. Boah, er ist nur 2 Punkte hinter dem Führenden auf Rang 5. Ja, schade, schade. Aber man kann nichts machen. Und Lukas Schlawa ist Achter gewesen im ersten Durchgang. Auch nicht schlecht. Die ganzen niedrigen Nummern vorn. Da am Anfang des Durchgangs, glaube ich, ein bisschen besserer Wind geherrscht hat, weil ich einfach besser drauf war. Und Lukas Schlawa ist jetzt Ex-Eco mit Stefan Kraft auf Rang 5. Roman Kudelka, er war Siebter nach dem ersten Durchgang. Und die beiden Ersten, die können schon langsam hoffen. Aber das ist die Frage, wie lange? Und 89 Meter bevor er den gleich mal auf Rang 7 zurück, da er nicht so gute Noten hatte. Also hier geht es wirklich Schlag auf Schlag, entweder Führung oder Rang 7. Also man sieht schon, wo das Ganze hier hingeht. Maciej Kot hat hier auch einen ersten Durchgang, einen guten gehabt. Und landet auf Rang 7 mit ja, 2,5 Punkte Rückstand auf den Führenden. Also das ist ja sehr, sehr knapp, aber dafür steht auch Zakopane hier. Und deshalb kann ja jeder gewinnen, auch noch die beiden Takeuchi und Peter Preoz sind noch heiße Kandidaten auf den Sieg, wenn man nur sieht, dass hier die restlichen Springer nur einen Punkt getrennt haben, die jetzt noch drankommen. Also man muss schon die 91-Meter-Marke erreichen. Oder zumindest 90 und einen guten Telemark haben. Schafft es Denis Kornilov? Das ist jetzt die ganz große Frage. Schafft er es oder schafft er es nicht? Na, es wird wieder knapp, aber es geht sich aus um einen Punkt sogar. Denis Kornilov jetzt in Führung und man muss die 90 Meter erreichen. Vielleicht schafft es sogar schon Wolfgang Loitzl. Man würde es ihm gönnen, aber der Rückenwind. Er wird mehr. Er wird mehr. Und das bekommt er auch eiskalt zu spüren. Rang 18 zurückgefallen. Ja, was will man machen? Was will man machen? Daikito. Daikito ist jetzt am Balken, jetzt sind nur noch die besten drei der Welt oben. Ja, besten drei der Welt ist eher besten drei nach dem ersten Durchgang und Daikito einen ganz, ganz schlechten Sprung auch gehabt. Das ist nur Rang 27 und jetzt kommen nur noch die Führenden. Das heißt, Denis Kornilov ist zumindest mal fix am Podest.
Schauen wir mal, was jetzt Karl Geiger macht. Aber der Wind spricht nicht gerade für die beiden, die noch oben sind. Aber Karl Geiger macht ja einen guten Job auch. Und reicht es für die Führung? Es reicht sogar. Ja, der ist in Führung. 1,5 Punkte vor Denis Kornilov. Und schauen wir mal, wer es jetzt gewinnen wird. Simon Ammann oder Denis Kornilov? Das wird ganz, ganz eine interessante Geschichte hier. Ah, es wird Denis Kornilov sein. Es wird Denis Kornilov sein. Simon Ammann auch sehr viele Probleme hier jetzt bei dem Sprung und Rang 25. Au, weh, 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 weh. Naja, bester Österreicher auf Rang 7, Stefan Kraft, naja. Okay. Karl Geiger gewinnt hier vor Denis Kornilov, Taco Takeuchi und Peter Priots. Ja, die Schanze bringt immer, immer wieder mal knappe Entscheidungen ans Tageslicht. Also gucken wir mal in den Gesamtweltcupstand. Andreas Stern ist jetzt ex aequo in Führung mit Jakob Janda. Dritter Vincent de Campsevoir, nur 3 Punkte hinter den beiden. Dann vierter ist Janne Ahorn und Peter Preutz. Und dann Rang 6 Kamil Stoch. Also hier ist alles ganz, ganz knapp beieinander. Da vorne. Und man kann gespannt sein. Und jetzt ist Janne Happonen zumindest nicht mehr letzter. Aber auch nicht wirklich weit vorne, ja, vor dem letzten. Also 5 Punkte sind gleich mal da normalerweise. Also die letzten 4 sind schon eher mehr oder weniger ein bisschen weiter weg an dem Ganzen, aber man kann ja hoffen. Der Ikito ist noch immer der schlechteste mit einem Podestplatz. Dann Severin Freund und dann geht es ja so weiter hoch. Aber Andreas Stirn hat das einzige zweimal gewonnen und deswegen auch die 200 Punkte, die er hatte und 97 Punkte nur so. Bei Jakob Janda sieht das ein ganz bisschen anders aus. Da sind jetzt noch mehr Punkte, die er am Podest hatte. Und noch mehr weniger Punkte so. Dafür war ohne Podestplätze wäre, glaube ich, Jakob Janne Ahorn in Führung, ganz klar. Also schauen wir mal, was da so in nächster Zeit noch auf uns zukommt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dorthin springt schön brav weiter.